Hi, willkommen zurück zu Mega Man X3. Heute geht's weiter mit der Stage von Crush Crawfish. Crush Crawfish. Hier gab's auch einiges zu entdecken. Ich hoffe, ich krieg's auf die Reihe. Vor allem, weil man hier ähnlich wie im Mega Man X1, also die Stage hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten dazu, auf verschiedenen Ebenen lang kann. Dun, dun, dun. Da oben konnte man nicht hin, ne? Nein. So, jetzt muss ich hier mal zurückgehen. Hier brauchte ich irgendwo Triangle, aber mit aufgeladener Waffe, das habe ich halt noch nicht. Und das brauche ich auch, um was, um das Herz zu bekommen. Okay. Das heißt, die beiden Geheimnisse kriege ich schon mal nicht hier am Anfang. Weil ich brauche den Roboter halt hier. Vielleicht sieht man es irgendwo. Irgendwo ist eine brüchige Stelle in der Wand. Ja, da ist sie. An den Roboter, den habe ich halt noch nicht gefunden. So. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir alle X Stages durch haben, wahrscheinlich nochmal in, außer Blizzard Buffalo. Blizzard Buffalo haben wir tatsächlich, glaube ich, alles. Nochmal in jeder Stage rein müssen. Um alles zu finden. Ich will nicht nochmal so ein fucking Fail wie mit dem Helm Upgrade in X2. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht runterfallen. Da kann man ja nicht runter. Das ist, kommt man zum Ort, wo wieder so eine Kapsel ist, die einen zu Weil bringt. Aber von denen habe ich die Schwäche noch nicht, also nö, habe ich noch kein Interesse daran. Oh, perfekt. Gutes RNG, das lädt ein bisschen den Energiecontainer auf. Da bin ich wahrscheinlich tot. Er ist nicht gesprungen. Er ist fucking nicht gesprungen. So, jetzt kann ich ja mal, weil ich weiß, dass hier nichts ist, ein bisschen durchrushen. Am besten dabei nicht sterben beim Durchrushen. Ah, ich denke, wir kriegen trotzdem heute zwei Stages hin. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Kommt drauf an, wann wir Dings finden. Die Kapsel für das Aufladen. Weil wenn wir das Aufladen bekommen, dann hole ich erst ein paar Sachen nach. Ich habe aber legit, ich weiß, dass es irgendwo eine Kapsel, ich weiß keine Ahnung, wo es diese Kapsel gibt. In welcher Stage. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß halt, dass es dieses Upgrade gibt, aber ich weiß nicht, wo es ist. Das ist schon... Hallo, bist du scheiße? Schon zu lange her, dass ich X3 gespielt habe. So, das mache ich das diesmal auf Nummer sicher. Kann man da runter? Ja, okay. Ah, das ist der richtige Weg, okay. Schade, ich dachte ja... Ah, Moment. Wieso sammle ich das ein? Ich habe keine Schüsse, die mich
So. Hier ist doch irgendwas prädestiniert, um versteckt zu werden. Ein Leben ist da. Leben nehme ich mit, wenn ich die komme ich da ran? Nein! Okay, ich gehe einmal kurz hier nochmal nach links, um zu gucken, abzuchecken, ob da irgendwas ist. Ich denke zwar nicht, aber trotzdem. Ich gucke mal einfach. Da sind Spikes. Mann, mach den Air-Dash. Alter. Weißt du was? Wenn da links was ist, ist es mir jetzt egal. Ich bin nämlich kurz vor dem Tod, weil ich hier diese Scheiße hier abchecken wollte. Ich habe jetzt 2 Leben. Hoffentlich ist der Respawn-Punkt nicht... Okay, jetzt haben wir einen guten Respawn-Punkt. Muss ich erstmal kurz schießen? Ja. Ah, jetzt komme ich hier runter. Nee. Ach so, der Raum hat sich gedreht. Jetzt verstehe ich das. Oh oh. Ich sehe mich tot. Ich sehe mich so tot. Ja, 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 ja. Komm, sei nett, gib mir auch was. Natürlich nicht. Okay, wir sind beim Boss. Ich gehe davon aus, dass ich das mit 3 Einheiten nicht schaffen werde. Wie voll ist der Energietank? Oh, okay. Dann nutzen wir den. Da habe ich schon jetzt etwas mehr Hoffnung mit der Schwäche. Cross Crawfish. Der war nämlich, glaube ich, nicht so leicht. Ja, genau. Das. Warum habe ich das getroffen? Sei dann doch mal! What the fuck? Das trifft mich doch gar nicht! Was ist das für eine Hitbox? Ich sollte vielleicht meine Hitbox auch mal ausnutzen. Nein, nein, nein! Lass mich los! Alter, der macht so viel Damage, ne? Der hat mich gar nicht so oft getroffen. 3 Mal oder so. Guckt euch meine Energie an. Ja, vielleicht 4 Mal. Vielleicht auch 5 Mal. Aber trotzdem. Ohne Schwäche wäre RIP gewesen. Dun dun dun. Spinning Wheel. Spinning Blade, okay. Spinning Wheel ist was anderes. So. Mit Spinning Wheel können wir, glaube ich, zum... Ja, Graffiti Beetle hatte die Schwäche von Neon Tiger und Graffiti Beetle ist die Schwäche... Ja, 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 okay. Spinning Wheel. Spinning Wheel ist richtig für Neon Tiger. Dim. Neon Tiger. Ich finde dieses Intro so geil. Auf in den Urwald. Sage hat ein bisschen was von Stinkameon. Von der Umgebung her.
Wieso bringe ich die um? Die sind nützlich. Die können zwar auch Schaden machen, aber... Alter, bleibst du wohl hier? Beziehungsweise brauche ich dich überhaupt? Ich glaube nicht. Doch, ich brauche dich, um auf dich drauf zu kommen. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier runter. Du Scheiße, komm hier runter. Ich brauche dich, um dich da hochzukommen. Oder komme ich da auch nicht so hoch? Ja. Warte, warte, warte. Die Wand ist brüchig. Kann ich die kaputt schießen mit Tunnel Rhino? Okay, da ist nichts anscheinend. Der Stealth von Neon Tiger, weiß ich, ist eine Kapsel. Bin bei jedem skeptisch. Okay, da kann ich nichts kaputt machen. Ah, hier sind die gleichen Risse. Okay, dann wird da nichts sein, gewesen sein. So. Da oben ist... Da ist ein E-Tank. Den kriege ich auch... Aha, scheiße. Verpiss dich mal. Den kriege ich auch ohne deine Hilfe. Brauch dich nicht. Wenn man halt... den Dash nicht hat, dann... Ja toll, weil die scheiß Dinger im Weg da. So, jetzt müssen wir noch Herz und Kapsel finden. Das gönne ich mir mal. Komm ja wieder hoch. Das Herz war, glaube ich, nicht ganz so schwer. Die Kapsel ist ein bisschen versteckt. Wenn ich mich richtig erinnere, braucht man für die Kapsel auch Tornado Fang. Ja, da ist es. Das ist, glaube ich, die Kapsel. Spikes mag ich gar nicht. Ja. Da ist die Kapsel. Man braucht Tornado Fang und das Bind Upgrade. Ansonsten kommt man da, glaube ich, nicht ran. So, was für ein Upgrade ist das? Der X-Buster Upgrade. Sehr gut. Ja, ja, okay. Das ist das Upgrade, wonach ich gesucht habe. Der ist nämlich ziemlich wichtig. Wir können jetzt erstmal mit unserem X-Buster hier so einen Megaschuss machen und natürlich können wir... Oh, Scheiße. Alter, ich hab die Stacheln vergessen. Jeden unserer Spezialschüsse aufladen. War das unnötig. Ja, geil. Hat sich richtig gelohnt, den einzusammeln. Zwischenboss-Time? Ja, nein, Fragezeichen. Der war nervig, das weiß ich noch. Weil diese Scheiße hier die Zeit rumdingert. Der ist eigentlich gar nicht schwer. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so schwer tue. Voll aufgeladene Schuss hilft bei denen auch gar nicht so doll, weil das zu lange dauert. Oh. Gegen den will ich nicht sterben. Das ist ein. Der ist eigentlich nicht schwer. So. Wenn er so rauskommt, dann bringt der aufgeladene Schuss was.
So, jetzt müssen wir nur noch das Herz finden. Da ist ein Roboter. Ich glaube, ich brauche einen Roboter dafür, oder? Ich hoffe nicht. Nerv nicht. Brauche ich. Nein, nein, nein. Ich glaube, es war da oben. Glauben ist gut, wissen wäre besser. Ja. Oder war es hier? Hallo? Warum machst du hier nicht? Da ist auch nichts. Ich glaube, es war an so einer, genau so einer Stelle, wo man so hoch musste. Vielleicht hier? Da kann man auch nicht hoch. Das wäre die Bit- und Byte-Kammer. Was? Der kommt jetzt schon? Ich habe keine Ahnung, was für eine Schwäche der hat. Asset, ausprobieren. Nein. Ich werde sterben. Das? Auch nicht? Was? What the fuck? Der geht aber mal voll ab. Mann, ey! Geht doch mit voller Energie hin. Ohne Schwäche habe ich keine Chance. Weil diese Dinger, die er gegen die Wand haut, die holen mich da irgendwie runter. So geht das nix. Mega Man! Mach dich schneller kalt. Okay. Ist das vielleicht die Schwäche? Komm, es sind nur noch drei Mavericks übrig. Das muss mit dem Teufel zugehen, dass ich die nicht habe. Das ist sie auch nicht. Das ist sie auch nicht. Das ist sie! Aber ich bin gestorben. Ja, geil. Leute, ich gehe mal kurz in Blizzard Buffalo und hole mir volle E-Tanks. Es gibt leider in diesem Spiel keinen Spot, wo man, wie in X2, wo man relativ schnell die voll machen kann. Aber mein Spot, den ich mir immer ausgesucht habe, ist hier in der Blizzard Buffalo Stage. Dauert halt etwas, bis man da ist, aber meiner Meinung nach geht es da am schnellsten. Kommt auch immer ein bisschen auf das RNG an. Und zwar hier. Gehst halt immer wieder aus Bild raus und killst den Gegner da. So, dann kann man rüber. Muss halt aufpassen, wenn man rüber geht, ist der wieder da. Dann gehst du rüber und dann kannst du sammeln. Ob das jetzt schneller oder länger dauert, kommt ein bisschen halt aus RNG an. Ne? Es ist halt Zufall, ob was gedroppt wird oder nicht. Ah, Moment. Das Bike kommt, ist sogar normal. Wir haben hier nur drei Mavericks übrig, das heißt, das ist die sechste Stage. Der kommt halt. Ja, genau, er kommt in zwischen Stage 6, 7 und 8, meine ich. Okay, ich habe halt Bite und Dings die frühestmöglichen Encounter bekommen. Okay. Ist halt so. Aber den mache ich fertig, ey. Der macht so viel Schaden, Alter. Natürlich ärgerlich, dass ich die ganze Neon Tiger Stage nochmal machen muss.
Aber es ist halt so. Komm, komm, komm. RNG, sei gut zu mir. Große Energie. Genau, so war's. Da habe ich Glück gehabt, dass ich den Gegner vorher gekillt habe, bevor ich da reingerutscht bin. Das Eis ist hier halt ein bisschen tricky. Wie viel habe ich jetzt überhaupt? Fast 2. Das war unnötig. Ihr seht schon, RNG kann ein Schwein sein, aber es kann auch nett so ein sein. Jetzt ist gerade ein Schwein. Gibt mir gar nichts. Deswegen sage ich, es kann manchmal länger dauern, manchmal geht's ratzfatz. Hier ist es so, habe ich jetzt 2 Dinger sofort nacheinander wiedergekommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich 10-mal nichts bekomme, aber ich habe schon mal einen dritten was bekommen. So, das war der 2. Energiecontainer. Ich mache den 3. auch voll. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich sie auch alle komplett voll machen. Ich glaube, 2 reichen gegen bald, aber... Der macht halt unglaublich viel Schaden, wenn er mich mit seiner Faust da gegen die Wand haut. Das ist, glaube ich, 25% weg. Aber ich habe die Schwäche von ihm, das ist die Hauptsache. Die Schwäche von Byte wäre, glaube ich, Neon Tiger gewesen und die Schwäche von Bit meine ich. Oh Mann, ey. So, das halt, darf halt gar nicht passieren. Aber jetzt muss ich erst wieder Energie sammeln, um voll zu werden. Kriege ich zum Glück... Oh Mann. Ja, sehr gut. So. Wenn es einen besseren Spot gibt, könnt ihr mir ja erzählen. Bevor ich in der letzten X-Stage bin, werde ich wahrscheinlich dieses Video schon hochgeladen haben. Denn wenn ich dann in den X-Hunter-Stage, sage ich schon. X-Hunter-Stage war Mega Man X2 in den Doppler-Stages, sage ich mal. Kommt mir das dann zugute. Also ich meine, das geht hier relativ am schnellsten. Ist halt schade, dass sie nicht sowas wie in X2 eingebaut haben. Da hattest du halt mit dem Müllschuss die Möglichkeit, sowas relativ schnell zu farmen. Haben sie hier leider nicht eingebaut, kann man halt nicht ändern. Wie lange geht denn noch? Ah, nicht viel. So, was sollte. Ja, das war's. So, die Neon Tiger Stage nehme ich ja mal, glaube ich, heute nicht mehr in Angriff. Weil sonst wird das Video ein bisschen lang, denke ich. Wir holen gerade noch die beiden Upgrades aus Tunnel Rhino und dann war's das. Wir haben ja jetzt den Powerschuss in Neon Tiger bekommen. Und dann machen wir Neon Tiger halt im nächsten Part. Ich habe eigentlich von 2 bis 3 Stages gesprochen, lol, die Waldvieh. Eine habe ich geschafft. Naja, wir holen jetzt ein bisschen Upgrades. Müssen wir es in anderen Parts nicht machen. So. Weil um da ranzukommen, brauchen wir halt. Bin ich vorbeigestrott? Ja. Wir müssen halt Triangle aufladen und dann haut er hier auf den Boden und der Stein ist weg. Nicht weg, können wir sogar drauf springen, okay. Auf jeden Fall haben wir ein Herz. Können wir aber bald sehr gut gebrauchen. Ich mach den Schuss mal weg. Ich brauche den nämlich noch einmal in dieser Stage. Gibt mir jetzt noch mal einen Spot, der genauso ist. Ja, ja, lass mich durch. Rennen und das
Ah, wir können auch aufladen. Hier, zack. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will einfach hier durch. Einfach noch das letzte Upgrade hier holen in der Stage und gut ist. Was mich irritiert, ich habe noch kein einziges dieser Roboter-Dinger gefunden, ne? Ja, das Ding sammle ich vorsichtshalber ein. Ich habe keinen Bock zu sterben in der Stage. Ja, trifft er mich halt, mir egal. So. Hier brauchen wir ihn nämlich wieder. Einfach zack, das Ding hier auf den Boden. Und hier müsste eine Kapsel sogar sein, wenn ich mich nicht täusche. Jawoll! Was gibt's hier? Das ist sehr, sehr geil. Vor allem, wenn man so ist wie ich, der nicht mehr weiß, wo die ganzen Sachen sind. Und zwar kriegen wir jetzt eine Fähigkeit, womit wir rausfinden können, was für versteckte Items überall in der Stage sind. So, dann zeigt er hier so den Grundaufbau des Levels. Und wenn... Wie mache ich das jetzt weg? So. So, wie mache ich das nochmal an? Ah ne, am Anfang des Levels wird das immer gemacht. Okay. Da zeigt er mir halt, wo Items in der Stage sind. Sehr, 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 sehr geil. Unglaublich nützlich. So, und jetzt, das hatte ich am Anfang des Let's Plays von mir nicht gesagt. Durch den Helm sehen wir hier auch, was es alles in der Stage gibt. Zum Beispiel bei Tunnel Rhino gibt es Life Up, Tank und Head Ding. Und das jetzt grau hinterlegt, ist was nicht gefunden, ist es lila hinterlegt. Zum Beispiel bei Crotch Corpse fehlt noch alles. Hier fehlt ein S-Tank und ein Body Part. Blaster Buffalo haben wir alles. Nee? So, und dann kommen wir im nächsten Part dann mit der Stage von Neon Teil weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Ciao.